Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, was heute kommt. Ich habe ein kleines Unboxing für euch, denn die Firma Newcraft Day hat gefragt, ob ich mir was aussuchen möchte. Und da ich gerade im Strassfieber bin und ich gesehen habe, dass die ein paar schöne Strassbilder haben, ein paar kleine so Snackbilder, habe ich dem zugesagt, habe mir was ausgesucht, was gefunden und da schauen wir jetzt rein. Das Paket liegt schon ein kleines bisschen hier. Durch diesen ganzen Umbaustress in letzter Zeit bin ich einfach noch nicht zum Unboxen gekommen. Das holen wir jetzt heute nach. Also, ich habe mir ausgesucht ein Bild und noch zwei Bilder. Genau. Ich habe mir drei kleine Bilderchen ausgesucht und die schauen wir uns jetzt alle in Ruhe an. Wir fangen mal mit dem hier an. Das sind wirklich so kleine Snackbilder, die wir mal so immer zwischendurch machen können. Das macht immer Spaß, gerade wenn wir so immer so große Bilder wie aktuell da haben. Ich gucke einfach mal, ob ich es auch so aufkriege. Ja, geht sogar. Okay. Und so kleine Snackbilder sind einfach immer wirklich was Wunderschönes. Ihr seht, wir haben einmal hier diese kleine Luftpolsterfolie und dieses Bild ist nochmal extra in einer kleinen Folie eingepackt. Doppelt hält besser oder auch doppelter Müll. Ja. Also, gucken wir gleich mal rein. Ich sehe schon, wir haben ein kleines Bild mit 8 verschiedenen Steinchen oder Farben sozusagen. Es sind, glaube ich, alles Teilbilder. Hoppla. Ich stelle mich heute aber auch wieder an. Es sind alles Teilbilder mit Spezialsteinchen, soweit ich mich da erinnern kann. Und dieses Bild heißt Moon. Ihr seht auch schon, warum es so heißt. Wir haben hier einen schönen grünen Mond mit so einem kleinen Mandala. Das hat mir relativ gut gefallen. Ist 30x30 von der Leinwand her und ja, da freue ich mich schon ziemlich drauf. Ihr seht, wir haben hier 8 Farben mit verschiedenen Steinchenarten sogar. Hier haben wir so kleine Tropfen und natürlich auch so normale Steinchen. Was bei diesen Bildern natürlich immer ist, die Klebefläche ist hier nicht komplett also es ist nicht komplett kleben, sondern nur da, wo die Steinchen drauf sind, da haben wir da Klebefläche. Finde ich relativ gut bei solchen Bildern. Wäre ja schlimm, wenn wir da irgendwo Klebefläche haben, ne? Wo dann gar nichts drauf kommt. Und ich denke mal, das ist so ein Bild, das geht wirklich relativ schnell. Und wenn wir da mal ein kleines bisschen Abwechslung haben wollen, dann machen wir auch so zwischendrin immer mal solche Bilderchen. Unser Toolkit ist ein ganz einfaches. Wir haben eine schwarze Plastikpinzette. Wir haben ein kleines Wachsblättchen, ein grünes Schiffchen und einen rosa Stift. Kein Mehrfachaufsetzer braucht man nicht. Und was ich aber schön finde, guckt mal, wir haben hier noch eine kleine Legende dazu. Finde ich sehr, sehr gut. So, weil ich nutze das dann immer und klebe das dann, wenn sowas dabei ist, auf meine Döschen drauf und muss mir da nichts irgendwie aufschreiben oder. Also das finde ich ganz nett. Hatte ich so bisher noch nicht gehabt. Und hier sind unsere Steinchen dazu. Auch da gucken wir rein. Na, süßes kleines Paket. Und wir haben Steinchen. Hier haben wir die Nummer 6. Das sind so kleine rosane Tropfen. Die sind relativ süß. Und sie glitzern und funkeln. Na, Strass. Dann haben wir hier nochmal. Ah, ich sehe gerade. Wir haben hier 8 Tütchen und wir haben hier, das ist nicht die Nummer 6, das ist die Nummer 9. Deswegen ist das wahrscheinlich die aktuelle Legende. Ihr seht, hier haben wir 9 und hier stehen nur 8 drauf.
Also ist das hier unsere richtige Legende. Finde ich gut. Also die 9 fehlt hier einfach nur. Das heißt, ich kann das trotzdem perfekt für meine Döschen nehmen. Das freut mich. Weil ich mich gerade frage, wo haben wir hier das E? Da. Es ist einfach bloß hier in der Mitte. Na? Auch süß. Wir gucken uns mal noch die anderen Steinchen an. Wir haben noch silberne Tropfen, blaue Tropfen, größere silberne Tropfen, ein wunderschönes Petrolgrün im Strass, ein lila im Strass, weiße AB-Steinchen, ein rosa Strass und nochmal hellblau im Strass. Ich bin zufrieden damit. Süßes kleines Snackbild, da freue ich mich drauf. Und ich bin gespannt, was jetzt noch die anderen 2 Bilder sind. Denn es ist doch schon ein bisschen her, als ich das bestellt habe. Ich weiß, ich glaube, das war das einzige in der Größe und die anderen 2 müssten in 30x40 sein, wenn ich mich da wirklich richtig dran erinnere. So, wir legen das mal alles zur Seite. In die große Tüte packe ich es dann später. Das Geraschel tue ich euch jetzt nicht an. Okay. So. Auf zu Nummer 2. Auch hier ist wieder so ein kleiner Aufkleber drauf. Die sind dann öfter mal drauf. Eigentlich überall. Und auch dieses Tütchen bekomme ich mal gut auf. Und hier haben wir diesmal ein Bild, was nicht extra eingepackt ist. Finde ich gut. Gesagt, so doppelt eingepackt. Das muss nicht sein. Und auch hier haben wir wieder ein Special Stone Bild. Es ist ein Baum. Es ist ein Baum in 30x40. Und ja, der ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber er hat mir einfach gefallen und es geht ja jetzt auf den Herbst zu. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so herbstlich von den Farben her. Ihr seht auch, wir haben hier viel, wo nichts geklebt wird. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, denn ich brauche da gar nicht so viel. Ich glaube, das hier wird alles blau, also das ist eher so blau gehalten. Kann ich mir gut vorstellen, da wir haben hier ganz viel Blau. Ja, das Toolkit ist diesmal noch ein bisschen einfacher gehalten. Wir haben wieder das normale grüne Schiffchen, was vorne zu ist, ein Wachsblättchen und ein rosa Stift. Diesmal ist keine Pinzette dabei. Und hier sind unsere Steinchen. Das Bild hat wieder 6 Farben. Wir haben auch wieder verschiedene Steinchenarten dabei. Ich glaube, wir haben nur 1 oder 2 mal normale kleine Runde. Und der Rest ist alles entweder größer oder von der Form her anders. Wir schauen hier gleich rein. Die Tütchen hier sind auch wieder wunderschön beschriftet mit der Nummer, die wir auch auf der Legende finden. Und wir haben hier auch wieder, wie es eigentlich üblich ist, die Nummer von dem Bild. Das heißt, falls ihr die Leinwand und die Steinchen getrennt lagern wollt, könnt ihr das perfekt alles zuordnen. Dieses KY0 47 steht auf der Leinwand und auch auf dem Tütchen mit drauf. Tolle Sache. Und wir gucken uns natürlich auch die Steinchen an. Das freut mich. Das machen wir, glaube ich, auch mal im Herbst. Okay. Wir haben hier ganz viel von diesem wunderschönen Blau. Das hat eine AB-Farbe. Es hat keine normale Diamantenform, wie wir sie kennen, oder Steinchenform, sondern das sind so diese Halbperlen in Blau. Ganze 3 Mal. Und die, ich zeige es mal so rum, die 1. Also das ist dieses
kleine rote Symbol mit dem Pfeil nach oben. Dann haben wir hier noch runde, kleinere runde, größere runde Steinchen. Ganz viele Tropfen. Und diese drei sind alle silbern gehalten. Dann haben wir hier nochmal blaue runde Steinchen und blaue Tropfen. Also es ist schön in blau und silber gehalten. Das freut mich. Das ist so eine Farbgebung, die mag ich sehr. Wie gesagt, nicht gerade herbstlich, jetzt aber auch nicht sommerlich. Wahrscheinlich eher so eine Art, ja, würde schon in den Winter passen. Aber da freue ich mich drauf. Was bei solchen Bildern immer relativ gut ist, ihr seht, ne, das knickt sich ganz schnell, legt die einfach einen Tag, bevor ihr die paintet, irgendwo glatt hin und beschwert diese Bilder unterm Teppich oder mit Büchern, einfach damit sich das ein bisschen glatt legt. Ich habe das ja aktuell bei meinem V, da habe ich ja angefangen, ohne dass ich da irgendwas glatt gelegt habe. Das geht nicht so gut. Ist immer besser, wenn man das einfach sich schön vorher schon glatt legt, finde ich. So. Ich denke mal, das machen wir irgendwann demnächst mal, weil da hätte ich wirklich was drauf. Oder wir machen es im November, da kann es auch schon gut passen. Da ist der Herbst schon ein bisschen vorbei. Aber ich würde sagen, ihr kennt mich, ich mache Bilder dann, wenn ich Lust habe, außer wie jetzt aktuell, wo ich ja die Challenges mitmache. Ich habe die zwei Events. Ja, aber ansonsten, ich mache immer genau das, worauf ich gerade Lust habe, egal ob ich jetzt gerade ein angefangenes Bild habe oder nicht. Ja, das Letzte, was wir hier haben. Wir schauen auch direkt gleich wieder mit rein. Das geht ein bisschen schwerer auf. Und auch hier haben wir wieder ein Bild, was doppelt eingepackt ist. Gehen wir schön zur Seite. Und oh ja, ich erinnere mich, da haben mir die Farben auch so gut gefallen. Und das Bild, muss ich mich korrigieren, zuvorhin ist auch 30x30. Irgendwie hängt es jetzt aber hier und will nicht raus. Warum willst du nicht raus? Ich mach's mal einfach. Ja, das klebt irgendwo. Ah, okay. Guckt mal, wo es klebt. Da ist hier an der Leinwand irgendwo noch ein bisschen kleberisch und da hat sich das Image da verfangen. Und schon geht's. Wir haben ja zum Glück noch hier die Verpackung. Da stört das gar nicht. Ja, wir haben hier an der Seite noch ein bisschen Kleber. Das muss ich dann ein bisschen wegmachen. Und das ist so ein wunderschönes, ja, wie so eine Art Mandala. Mit so einem schönen dunkelroten Hintergrund. Das hat mir... Doch, das hatte mich auch überzeugt. Da dachte ich, ja, nehmen wir. Wir haben hier 7 Farben. Auch wieder ein Toolkit. Diesmal wieder ein Toolkit mit Pinzette. Das ist wieder so eine Plastikpinzette, reicht aber für so Sondersteinchen komplett aus. Ein einfacher roter Stift, ein kleines Wachsblättchen und das obligatorische Schiffchen, das grüne, was auch vom Zoo ist. Und natürlich haben wir auch unsere Steinchen. Das ist auch so ein schönes Projekt, was, denke ich mal, gar nicht lange dauern wird. Ich denke mal, am längsten wird wahrscheinlich der Baum dauern. Ich kann es schlecht sagen, aber ich denke mal, das ist wirklich das, wo wir am wenigsten setzen müssen. Und auch das ist ein bisschen natürlich zerknittert. Aber ganz normal, so wie man es halt kennt von den Verpackungen hier, ne? Und hier sind unsere Steinchen. Wir haben 4 runde, normale Steinchen, denke ich. Und
3 Tropfen schon. Hier gucken wir rein. Aber ich sehe, wir haben auch große Runde. Lassen wir uns gleich mal überraschen. Okay. Also, wir haben hier ein schönes dunkles Lila in Strass in der normalen Größe. Ein etwas dunkleres Pink in Strass. Dann schöne rote große Steinchen. Hellrosa größere Steinchen und kleine rote Tropfen, kleine lila Tropfen. Und dann so schöne lilane Tropfen, die etwas größer sind und so ein AB-Überzug haben. Überzug. Doch, sehr schön. Auch dieses Bild hat wieder eine Nummer. T031. Auch das haben wir wieder hier stehen. Die Größe, hat mir, glaube ich, schon gesagt, ist 30x30 von der Leinwand her. Das heißt, unser eigentliches Bild ist kleiner. Das sind meistens dann so 23, 25 cm. Ich denke mal eher 23. Können wir gleich mal nachmessen. Machen wir mal. Also ich schätze jetzt mal 23 cm. Und es sind 24 cm. Verschätzt. Genau, also genau die Mitte zwischen 23 und 25, 24 cm hoch und breit. Ein schönes quadratisches Bild. Ja. Und ich denke mal, das ist auch so eins, was man dann irgendwann demnächst machen will. Oh, doch, das gefällt mir. So. Tun wir auch gleich alles wieder ordentlich zur Seite packen. Und schön hier rein. Ohne dass wir natürlich das Bild festkleben. Das kann ich immer ganz gut. Und dann legen wir das dann auch so zur Seite. Ich habe immer so ein kleines Fach, da tue ich diese immer schön reinlegen. Aber ich lasse die immer so zusammen, die Leinwände und die Steinchen. Da komme ich nicht ins Schludern, wenn ich doch mal was suche. Ich bin ansonsten nämlich so ein kleiner Chaot, würde ich das getrennt lagern. Hätte ich eher Angst, dass ich das so nicht hinbekomme. Ja, so ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei der Firma Newcraft Day für diese schönen 3 kleinen Snackbilder. Mit Strass und Special Steinchen. Da freue ich mich. Wie gesagt, wunderschöne Zwischenprojekte. Da sowas macht halt wirklich immer Laune. Und ja, drehe mich jetzt gleich noch mal kurz zu euch. So, das packe ich dann noch ein und die habe ich ja schon. Ansonsten würde ich mich für heute von euch verabschieden. Ach, schwere Zunge. Und ja, bis bald, wenn wir so ein Bild machen. Ciao!